Die Hohepriesterin. Ihre Zahl, die 2, ist ihr deutlich anzusehen. Sie ist die Ruhe nach dem Sturm des Magiers. Die Explosion hat das, was vorher eins war, in unterschiedliche Teile zerlegt, die wir uns in diesem Moment, nachdem sich die erste Energiewelle beruhigt hat, in Ruhe betrachten können. Die Hohepriesterin ist sich darüber bewusst, was passiert ist, was vorher war und was jetzt ist. Sie weiß, dass die Teile zusammengehören und sich gegenseitig ergänzen. Später wird das vergessen werden. Das gehört nun einmal zum Spiel des Lebens dazu. Schwarz und Weiß, abnehmender Mond und zunehmender Mond sind nur unterschiedliche Seiten derselben Medaille. Pendelbewegungen um einen gemeinsamen Mittelpunkt. Sie weiß das und nimmt es wahr. So sensibel, wie eine Feder einen leichten Windhauch wahrnimmt. Die beiden Seiten sind getrennt und trotzdem durch das Wasser verbunden. Der Granatapfel deutet etwas Neues, Drittes an, was aus dieser Trennung als Frucht entsteht.